gibt hierzu auch in Russland viele Schlagzeilen. Der neue US-Präsident Trump schlägt in den letzten Tagen gegenüber Russland sehr unfreundliche Töne an. Es dürfte einen Zusammenhang geben zur Entlassung seines als russlandfreundlich geltenden Sicherheitsberaters Michael Flynn und Angriffen wegen früherer Kontakte aus seinem Team zu russischen Geheimdiensten. Trump tritt hier die Flucht nach vorne an und die bedeutet Verbalangriffe gegen Russland. So twitterte Trump gestern, dass Obama bei der Übernahme der Krim gegenüber Russland zu soft gewesen sei und der Sprecher des Weißen Hauses Spicer erklärte, er erwarte die Rückgabe der Halbinsel an die Ukraine. In Russland war hiervon nicht nur Politiker überrascht. Angesichts einer über 90%igen Zustimmung der Zugehörigkeit der Krim zu Russland auf der Halbinsel und einer ebenfalls überwältigenden Mehrheit hierfür in der russischen Bevölkerung blieb dieser überraschende Angriff nicht unbeantwortet. Mehrere hochrangige Politiker des Landes stellten zugleich den unabänderlichen russischen Status der Krim fest. Stimmen in Moskau belegen dabei, dass man auch dort denkt, dass die Kehrtwende Trumps mit dem Druck auf ihn zu tun hat, der gerade von antirussischen Kräften in Washington ausgeübt wird. Er wird nicht sinken, da Trump im US-Establishment viele Feinde hat, die nun diese Karte voll ausspielen wollen. Verrat an den russischen Feind. So gibt es laut der renommierten russischen Zeitung Kommersant schon eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren, die sich auf eine mögliche Verhinderung der Aufhebung von Russland-Sanktionen vorbereitet. Was denkt ihr? Wird Trump nun seine versöhnliche Politik gegenüber Russland beenden, um seine eigene Lage in den USA zu verbessern? In unserer kostenlosen News-App findet ihr ein Voting dazu und das Ergebnis gibt es demnächst hier bei uns. Wo ihr natürlich auch erfahrt, wie sich die Dinge in der Weltpolitik weiterentwickeln. Unter dem Link unten weitere Videos zum Spannungsverhältnis zwischen den USA und Russland. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.